bin in Mannheim und wir haben Fingerprint Mannheim gegründet. Und zusammen mit einem jungen, dynamischen Team sind wir mitten an so einem Strassenfestival gegangen. Und wir haben einen Flashmob gemacht. Und die meisten waren ziemlich unsicher, was sie machen sollen. Und wir haben so Masken angelegt und auf ein Kommando sind alle am Boden gelegen. Und ich glaube, manches Herz hat ziemlich poppert. Auch ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Als ich dann so nach 2 Minuten aufgestanden bin und ein riesen Menschentrauben vor uns gestanden ist, da bin ich schon ziemlich irritiert, weil mit dem habe nicht mal ich gerechnet. Ich habe den Leuten erzählt, dass Gott wünscht, dass wir ein Leben leben können, wo wir keine Maske haben müssen. Die Bibel sagt, im Mutterleib habe ich dich gebildet und du bist wunderbar. Das habe ich diesen Leuten zugerufen. Und es sind eigentlich alle stehen geblieben. Das hat mich irritiert. Als ich dann zum Schluss meine Predigt beendet habe, hatte es ganz viele gute Leute, hatte ganz viele gute Gespräche. Ich habe gesehen, wie Leute beten füreinander, wie der Himmel offen war. Ein junger Mann ist auf mich zugekommen und er war völlig bewegt. Und er hat gesagt, genau das brauchen wir. So mutig, dass ihr das macht. Ich habe dann für ihn gebetet. Und ein lang ersehnter Traum, den er in seinem Leben beerdigt hatte, ist wieder vorgekommen. Ich hatte wieder ein Wort für ihn, dass er wieder Musik machen soll. Und er ist einmal ein grosser oder wollte ein bekannter Musiker werden. Und sein Traum ist geplatzt. Und als ich ihm das so sage, sind ihm Tränen in die Augen geschossen. Und der Mann hat den Platz verändert verlassen. Gottes Reich kommt mit Kraft. Wenn wir uns zur Verfügung stellen, dann passieren übernatürliche Sachen. Und wenn wir die Botschaft von Jesus raustragen, auf kreative Art, dann sind Menschen parat. Die Apostelgeschichte ist Realität.